Hey, sei gegrüßt, hier ist Andreas Martin von Fotoworkshop Stuttgart. In der Folge geht es um die Neuigkeiten, die Luminar bietet, und zwar speziell für alle Landschaftsfotografen. Wenn du Fotos machst, bei denen der Himmel drauf zu sehen ist, wirst du dich jetzt freuen. Denn alle Luminar 2018 Kunden bekommen ein kostenloses Update. Das sollte jetzt zum 1. November rausgekommen sein. Und da ist ein neuer Filter integriert. Der hat künstliche Intelligenz, aber ihr müsst dazu eure Bilder nicht in irgendeine Cloud hochladen, sondern lokal auf eurem Rechner. Und das Ganze funktioniert sehr, sehr cool. Ich habe hier drei verschiedene Landschaftsaufnahmen als Beispiel mitgebracht und ich will euch den Filter gleich zeigen. Und bevor wir mit dem Filter loslegen, zeige ich euch schon mal noch ein kleines Bonusding, nämlich ich habe vier Presets gemacht für Luminar, die ich einfach verschenke. Wo ihr die bekommt, das werde ich unterhalb des Videos einblenden. Vielleicht blende ich es auch hier oben ein. Das sind Presets, die auf Kontrastoptimierung hinauslaufen. Und ich habe die mal hier unten schon geladen. Ich bin da sehr kreativ gewesen. Ich habe mich an den Kleidergrößen orientiert. S, M, XL und XXL. Also ich habe die L-Version einfach weggelassen. Und zwar S ist schon eine leichte Kontrastoptimierung. Ich klicke mal drauf und ihr seht, das Bild kriegt so ein bisschen mehr Pep. In M ist es schon ordentlich mehr Pep, aber aus meiner Sicht noch nicht übertrieben. Das M-Preset wäre etwas, was man aus meiner Sicht auf praktisch jedes Bild draufgeben kann. Ich gehe mal in den XL-Bereich. Das ist für die Leute, die es wirklich bunt wollen. Aber ich sag mal immer noch in einem halbwegs realistischen Bereich. Jetzt in dem XXL-Bereich, da werden die Schwarztöne auf jeden Fall auch mal abgeschnitten. Das ist für die, die alles rausholen wollen. Ihr könntet natürlich hier auch noch mal ein bisschen zurückrudern und die Stärke ein bisschen reduzieren. Aber das nur als kleine Vorschau. Ihr könnt hier mit diesen vier Presets coole Dinge machen. Holt sie euch auf jeden Fall. So, nach dieser kleinen Werbung für meine kostenlosen Presets kommt jetzt was anderes für euch, nämlich das, was ich euch zeigen will, sind die neuen künstliche Intelligenzfilter. Deshalb, ich werde einmal das Bild auf Original zurücksetzen. So, die erste Frage ist, wo findet ihr diesen neuen Filter? Und die Antwort ist, hier drüben in den Arbeitsbereichen. Da gibt es ja einige vorkonfigurierte. Ich will mal nicht darauf eingehen, dass ihr auch euch einen eigenen bauen könntet, aber nur mal als Überblick. Ihr findet den neuen Filter eigentlich in fast allen von diesen Arbeitsbereichen, außer bei Porträt, Straße und bei Schwarz-Weiß. Also umgekehrt, im Professionellen, im Schnell und Genial, im Wesentlichen, in der Luftbildfotografie und in der Landschaft ist er drin. Wieso ist er nicht überall drin? Ganz einfach, weil die Entwickler von Luminar gesagt haben, wir bauen passend für einen Street-Fotografen, bauen wir einen Filter, Entschuldigung, einen Arbeitsbereich. Und da ist der Himmel bei Street-Fotografie, behaupte ich jetzt mal, drittrangig. Okay, solltet ihr aber trotzdem diesen Modus drin haben und sagen, ich will jetzt diesen Filter haben, dann klickt ihr hier oben auf Filter hinzufügen. Klickt hier auf KI Himmel Aufheller und wo ist er? Ganz unten. Ganz unten wird er hinzugefügt, KI Himmel Aufheller. Ihr seht also, in jedem Arbeitsbereich habt ihr den KI Himmelsaufheller. Entweder ist er schon vorkonfiguriert oder ihr holt ihn euch über Filter hinzufügen mit diesem einen Klick hinzu. Okay. Wir machen es uns jetzt mal ganz leicht. Und zwar gehen wir in den Arbeitsbereich Schnell und Genial rein. Ich liebe diesen Arbeitsbereich. Dieser Arbeitsbereich ist aus meiner Sicht für alle, die nicht Berufsfotografen sind, für alle, die heimkommen nach einem Urlaub und sagen, ja, ich habe jetzt hier hunderte Bilder gemacht, ich will ein bisschen was an meinen Bildern optimieren, aber ich habe dafür keine 4, 5, 6 Abende Zeit, sondern das soll schnell durch sein. Und in diesem Schnell- und Genial-Arbeitsbereich ist der KI-Himmelaufheller auch mit drin. Deshalb werden wir den natürlich gleich mal als allererstes drehen. Und ihr seht, wenn ich den drehe, passiert ein bisschen was. Ihr seht hier oben, aus diesem fast weißen Himmel
wird ein schöner, sanfter Blauton. Und ich hoffe, ihr könnt es auf YouTube auch sehen, da wo jetzt meine Maus sich bewegt, dort ist jetzt auch ein schöner, dezenter Orangeton. Es war natürlich gerade Sonnenuntergangsstimmung, wo ich das Bild gemacht habe. Also, allein mit dem habe ich sanft verbessert. Wenn ihr wollt, gebt ihr hier noch ein bisschen von diesem weiteren. Das ist auch ein künstlicher Intelligenzfilter. Ich hoffe, die Entwickler werden das irgendwann mal umbenennen, weil der hier heißt AI, Artificial Intelligence, und der heißt KI, künstliche Intelligenz. Könnte man vereinheitlichen, aber ja, wird vielleicht mal noch passieren. So, ein Bild, bisschen Klarheit rein, ein bisschen Dynamik, vielleicht 40-50%. Und wir machen einmal den Vorher-Vergleich, so kommt es aus der Kamera. Und ihr seht, wir haben wesentlich an dem Bild optimiert. Es ist überhaupt nicht übertrieben. Da ist jetzt kein Uah, der Himmel explodiert Filter drauf. Ihr seht, der KI-Himmelaufheller ist also auch speziell für die gedacht, die realistische Fotos haben wollen. Ich nehme euch mal mit in ein zweites Bild. Das habe ich hier schon mal geöffnet. Und zwar ist das jetzt auch schon eine etwas ältere Aufnahme von mir. Und wir machen auch das gleiche nochmal. Wir gehen hier in den KI-Himmelaufheller. Und ich finde, hier ist die Wirkung schon dramatischer. Ihr seht, wenn ich hier voll den Effekt reingebe, sehe ich wesentlich besser das Blau des Himmels. Selbst hier, wo die Sonne rauskommt, habe ich eine schöne Cyan-Blau-Verlaufsstimmung drin. Und ja, die Aufnahme ist eine RAW-Aufnahme gewesen. Das ist hier immer hilfreich. Übrigens, ich zeige euch gleich auch noch eine JPEG-Aufnahme. Ja, super realistisch so. Ich kann jetzt noch mit weiteren Filtern arbeiten. Auch hier ein bisschen aufhellen, ein bisschen das, ein bisschen Dynamik. Und schon habe ich hier aus diesem eher matten Bild eine Postkartenaufnahme gemacht. Cool, oder? Ich habe hier eine weitere Aufnahme geöffnet. Hierbei handelt es sich jetzt um ein JPEG-Foto. Ich sage ganz liebe Grüße an die Claudia, von der ist nämlich das Foto. Und sie hat die Aufnahme im RAW-Format gemacht, hat, ich weiß gar nicht, wie viel sie dran bearbeitet hat. Ich vermute ein bisschen, aber jetzt nichts Extremes an dem Bild gemacht und hat mir die verkleinerte JPEG-Version zugeschickt. Und ich zeige euch mal, dass man auch an einem JPEG hier wunderbar mit diesem KI-Himmelaufheller arbeiten kann. Und ich gebe hier mal nur 50% ins Bild hinein. Ich zeige euch mal den Vorher-Nachher-Effekt. Vorher und nachher. Vorher und nachher. Ihr seht, auch bei einem JPEG-Bild kann ich diesen Filter einsetzen. Und ihr habt kein großes Maskieren. Ihr müsst hier nicht wie in Lightroom eine Gradationskurve reinziehen und dann noch mit dem Pinsel dagegen arbeiten und dann die Gradationskurve noch einstellen. Also ich sag mal, um diesen gleichen Effekt in Lightroom zu machen, bräuchte ich wahrscheinlich eine Minute. Und hier drehe ich einen Regler. Das kann jeder selber rechnen. Okay, das sind, was auch immer, 5 Sekunden. Und das rechnet ihr mal um auf eure x100 Bilder, die ihr im Urlaub macht. Also ich finde, das Tool, was hier dazugekommen ist, ist wirklich genial. Und ihr kriegt es umsonst. Also, holt euch das neue Update, das jetzt rausgekommen ist von Luminar. Wenn ihr Kunden seid, bekommt ihr es, wie gesagt, kostenlos. Wenn ihr das selber mal ausprobieren wollt, ich blende euch, ich glaube hier oben, blende ich euch einmal ein, wo ihr eine kostenlose Testversion von Luminar herbekommt. Das ist natürlich auch mal schön. Einfach ausprobieren, ob euch die Software gefällt. Falls ihr euch sie kaufen wollt, habe ich euch auch noch einen Link dafür. Den würde ich auch noch mal einblenden. Ich weiß nicht, ob gerade noch eine Rabattaktion gilt, jetzt wo ich das euch aufnehme. Falls ja, kriegt ihr einen kleinen 10 € Rabatt beim Kauf. Wenn nicht, die Software ist trotzdem günstig. Sie kostet normalerweise Vollpreis 60 €. Wenn ihr das mal vergleicht mit einem Lightroom-Abo, da habt ihr das nach 5-6 Monaten ausgegeben und nach dem 7. Monat, 8. Monat etc. Lightroom wird euch lebenslang Geld kosten. Hier ist es eine einmalige Ausgabe. Für alle, die für die Luminar neu ist,
Gebe ich gleich den Hinweis, Stand heute, wo ich das Video veröffentliche, am 1. November, ist in Lumina noch keine Bibliothek enthalten. Heißt, das, was ihr in Lightroom mit den Verwaltungsfunktionen machen könnt, gibt es noch nicht in Lumina. Aus gut informierten Kreisen weiß ich aber, da wird was kommen und zwar dieses Jahr noch. Es ist angekündigt, im Dezember soll es rauskommen. Da wird es eine Bibliothek geben, mit der ihr auch Verwaltungsfunktionen machen könnt. Und das Ganze wird ein kostenloses Update sein für alle, die Luminar 2018 haben. Und noch ein letzter Punkt. Der Hersteller Skyloom ist nämlich sehr, sehr großzügig. Ihr bekommt auch alle Updates im Jahr 2019 kostenlos, wenn ihr euch die Luminar 2018er Version holt. Also nicht nächstes Jahr gleich wieder noch irgendwelche Updates kaufen, sondern das ist alles inklusive. Wenn es da irgendwelche weiteren Verbesserungen gibt, Bugfixes etc. Also ich bin extrem begeistert, wie man hier leicht arbeiten kann, wie man schnell Ergebnisse erzielt. Es gibt sehr viele künstliche Intelligenzen in dem Programm, die euch helfen in der Bildbearbeitung ohne Maskierung, ohne Pinsel, ohne Verlaufsfilter etc., was man alles in anderen RAW-Bearbeitungsprogrammen für solche Effekte braucht. Für mich ist es ein cooles Werkzeug und wenn ihr es ausprobieren wollt, ladet euch die Testversion runter. Ich blende sie hier oben nochmal ein, wünsche euch viel Spaß mit euren Bildern und sag bis bald. Ich bringe noch weitere Tutorials raus zum Thema Luminar und nicht vergessen, wenn ihr euch die Testversion runtergeladen habt, könnt ihr euch auch meine kostenlosen Presets runterladen, diese vier hier unten. Den Download-Link, den findet ihr in der Videobeschreibung oder hier oben eingeblendet. Macht's gut, bis bald, euer Andreas.